Ja, hallo, liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 3. Ja, wir haben jetzt hier diesen Bereich noch zu erkunden, wo auch immer er uns hinführt, was auch immer wir hier finden werden. Wir sind auf dem besten Wege, zumindest einige Geheimnisse zu lüften. Leider öffnet sich diese Tür nicht von dieser Seite. Aber auch dafür werden wir eine Lösung finden, wenn wir hier nur weiter voranschreiten. Und hier einen Überrest mitnehmen, nämlich das Söldner-Doppelschwert. Söldner-Doppelschwert. Ein paar Scimitars, wie es einige Söldner verwenden. Die scharfen Klingen ermöglichen effektive Hiebangriffe, aber gegen Metallrüstungen oder harte Schuppen sind sie fast nutzlos. In beiden Händen getragen sind sie vielseitig einsetzbar und in geeigneter Haltung sind einzigartige Angriffe mit der linken Hand möglich. Ja, macht man quasi alles mit links. Kurz mal das Schild. Kohle von Pharon. Oh ja, da können wir jetzt eine Kohle zu unserem Schmied bringen. Ja, Pharon. Pharon ist doch der Ort, wo wir eigentlich hin müssen. Geht mir jetzt gerade mal so durch den Kopf. Pharon, Pharon, Pharon. Da wollen wir doch hin nach Pharon. Söldnerhelm, Rüstung und so weiter. Also die Söldnerrüstung. Und irgendwie sollten wir... Aber wir haben hier noch einen Ort hier im Sumpf, wo wir weiterkommen können. Wo nämlich diese dicken Haudraufs so rumhängen. Da können wir auch nochmal gucken. Also ihr seht, also ich habe hier noch einiges zu erkunden. Ich bin hier noch lange nicht mit meinem Latein am Ende. Und das, obwohl ich gar kein Lateinisch spreche, ne? Das muss man erstmal hinkriegen. Oh, hier könnten überall unsichtbare Wände sein. Oh nein. Ah, naja. Angeblich hat Zombie ja schon ein paar gefunden. Ich nicht. Ich bin nicht so wie Zombie. Nicht so stark. Na gut. Ja, zu dir komme ich irgendwie auch noch nicht rein. Dementsprechend laufen wir hier mal außen lang und gucken, was wir hier außen so machen können. So, da vorne ist... Oh Gott, hier ist tiefes Wasser. Gott, ich bin so dumm. Nein, nicht in tiefes Wasser. Oh, Flachwasser. Jetzt renn. Oh, oh. Gelbfinger irgendwie. Hänsel greift an. Ein Finstergeist. Ja, macht jetzt voll Spaß, einen Finstergeist hier auf der einsamen Insel zu erledigen. Wo bist du, finster Geist? Altes Gelbfinger-Ding. Wo ist er denn? Das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier denke, ja, ja, der kommt ja nicht. Da ist er. Rosaria? Egal, du gehörst zu Rosaria. Jetzt bist du tot. Finster Geist zerstört. So, wir bekommen die Krone und Hazels Hammer. So, gucken wir doch mal. Erstmal das Hämmerchen. Wartet mal, wo ist es denn?
hier die Krone. Diese Krone soll angeblich eine himmlische Kreatur aus Ulassil darstellen, dem Land uralter goldener Magie. Aha. Xanthus Kleidung gehört zu den Erforschern verlorener Zaubereien und die übergroße Krone versinnbildlicht diese Arbeit. Ein solch eigentümliches Streben ist sicher nichts, weswegen man sich schämen müsste. Ja, aber diese Krone. Ulassil interessiert mich aber gerade ein bisschen. Das ist ja der DLC-Bereich aus Dark Souls 1. Die bevorzugte Waffe von Gelbfinger Hazel, einem Finger von Rosaria und gelblichem Gelehrten. Sie ist sowohl Waffe als auch Zauberstab. Die goldenen Tupfer auf ihr sind Überbleibsel vergangener Zauberreihen. Aha. Gut. So, Junge. Du da mit der Keule. Komm mal her hier. Oh Gott, bist du schnell. Okay, lauf erstmal im Kreis. Wow. Krass. Okay. Wow, wow, wow. Okay, die Jungs haben was drauf. Fahren harte Kombos durch. Okay, die muss man jetzt ein bisschen hier unter Kontrolle halten. Ah, okay. System verstanden. Wow, 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 wow. Jungs, 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 Jungs. Immer mit der Ruhe hier. Okay, das sind so eine Art PvP-Gegner. Tote PvP-Gegner. Die Riesenkeule. Das Schlimme ist, habe ich die beiden zwar kaputt gemacht. Ach guck mal, jetzt können wir hier so ein... Aha. Okay. Jetzt haben wir hier den Weg zum Balkon frei gemacht, der uns den Weg nach hier unten ermöglicht. Okay. Wir finden zwei Heimatknochen, das ist gut. Ich würde aber jetzt viel lieber ganz gerne einen Bonfire finden. Irgendetwas hat hier gerade rumgetrampelt. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nach unten und schauen, was uns hier unten so erwartet. Ah, ein Bonfire. Also ein Bonfire ist immer eine gute Sache. So. Ah, guck mal hier, Pharaonenfeste. Oh ja, das geht hier aber die FPS ganz schön runter. Oh oh. Ich glaube, die Jungs sind böse. Erstmal abwerfen. Okay, das sieht ja alles ziemlich ölig aus. Schneckenpower! Schneckchenpower! Also Evil Maudados quasi. Zerfledderte Stoffmaske. Diese Dinger da, die an den Bäumen hängen, sind das Feinde? Nö. Gut, also scheinen keine Feinde zu sein. Ah ja, okay. Okay, ja, willkommen im
Ja. Blighttown von Dark Souls 3. Ja, mein Giftbissring ist natürlich installiert. Oh, ich glaube, der ist hier auch nicht so glücklich. Oh Gott, da vorne ist ein Item. Ich will's haben. Eine Titanitscherbe. Schnell geholt und zurück. Warum sind eigentlich diese Giftgebiete in Dark Souls immer so, ja, so FPS-schwach? Warum ist hier immer alles so, als ob der Rechner gleich zusammenbricht? Geht mir ehrlich gerade durch den Kopf. Also nichts gegen Dark Souls und so. Aber Prismastein, 10 Stück. Mensch, das sind ja echt die besten Items hier. So, jetzt dann gleich noch eine schwindende Seele und ich bin der Übermensch. Immerhin eine Titanitscherbe. Also Items findet man hier einige. Eine Estusscherbe. Oh, das ist mal ein gutes Item gefunden. Eine Estusscherbe. Ha. Ah ja, jetzt kommen die Schnecken hier und wollen Terror machen. Eine Estusscherbe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Ich will nicht tiefer in den Sumpf. In den Sumpf des Verbrechens hier. Ich habe gar keine... Ich muss mir ganz dringend da ein paar Blumen kaufen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, es scheint hier ein Gebiet zu sein. Also, na gut, das ist ja klar. Was soll es denn auch sonst sein, wenn kein Gebiet? Habe ich nicht zufällig ein paar Blumen dabei? Nur für den Fall? Mann, klingt das ekelhaft. Okay, ich würde sagen, wir kommen hier sonst nicht weiter. Ich muss mich ein bisschen vergiften lassen. Und Vergiftung! Als ob man hier durch eine riesen Kloake rennt, so. Guck mal, da vorne scheint wieder Land zu sein. Da müssen wir hinkommen, da vorne. Gut, ich verliere kaum Lebenspunkte, das ist gut. Oh, oh. Ah, guck mal, das sind so böse Hunde. War doch klar, dass diese Schnecken hier nicht der einzige Gegner in diesem vermaledeiten Gebiet sind. Das Großschwert. Ach, guck mal, ich habe hier noch gar nicht mein... Aha. Boah, 240 Seelen für einen so einen Hund. Das Gute ist, wenn man hier eh schon vergiftet ist, dann kann man ja nicht nochmal vergiftet werden. Also springen wir jetzt immer schnell auf dieses Inselchen rüber. Aber die können auch stehen. Das sind so werwolfmäßige Kreaturen. Wow. Nein! Oh, fick dich! Nein! Das war's mit meiner Lebenskraft. Ich bin gestorben. Okay, das Gebiet ist blöd. Krieger des Sonnenlichts. Ach, guck mal, ein alter Talisman der Krieger des Sonnenlichts.
Ja, willkommen in der Pharon-Feste. Wartet mal ganz kurz hier, bevor wir gleich hier noch ewig in die gleiche Falle reintapsen. Wartet mal. Feuerbahn schreien, wir holen uns mal ein bisschen was zum Entgiften. Und gucken mal, was wir so mit hoher Giftresistenz an Klamotten haben. Manchmal muss man ja ein bisschen einfach mal gucken. So. Aber haben wir eine Seele? Eine Seele eines Verlassenen. Boah, nee, ich glaube für 200 kriegen wir jetzt nicht unbedingt viele Blumen. Ah. Nee, keine einzige Moosklumpen. Ja. Ja, ich weiß, du willst Seelen haben. Gut, haben wir dann irgendwelche Klamotten, die Giftresi, eine gute Giftresi haben. Gift 29. Ja, das Banditenset scheint eine gute. Ah ne, hier, guck mal, da hat die Mirror. Weste hat schon wieder mehr. Und die Mirror Handschuhe. Ja, die Arbeiterhandschuhe sind nicht schlecht, weil Gift. Also Anti-Gift. Boah, hier guck mal, die Banditenhose. Ja. Ah, die Banditenhose. So, jetzt haben wir ein bisschen hier Schutz vor Vergiftung mit reingehauen. Das musste jetzt einfach mal sein, weil sonst machen wir den Fehler, dass wir einfach die ganze Zeit immer wieder. Na, ihr wisst, was ich meine. Und diesmal rennen wir da auch durch, weil ich habe schon gesehen, man kann da. Okay. Und los geht's, Vollgas. Ich meine, ich werde mich auf alle Fälle vergiften, das ist ja klar. Ich hoffe nur, ich bin hier wenigstens richtig. Wo geht's denn hier oben hoch? Hier geht's irgendwo hoch. Ach nö. Naja gut, immerhin. Wenn sie einmal die Balance verloren haben, dann kann man sie ja meistens ganz einfach wegschlachten. Faules Kiefernharz, um die Waffe zu vergiften. So, erstmal gucken, wo wir hier gerade sind. Ich habe ja ein Glück, dass hier das Gift nicht mehr so hart tickt wie noch in den Vorgängern. Okay, ich habe jetzt die Flamme gelöscht.
Okay, lass mich raten, ich muss hier alle Flammen löschen. Alle diese Hochofenflammen. Um da diese komische Tür zu öffnen. Von der ich gerade noch nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Und ich muss meine Seelen wiederholen. Es waren ja immerhin jetzt auch ein paar Seelen gewesen. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir... Ach, das machen wir jetzt noch in dieser Folge, wisst ihr was? Da scheiß ich mir jetzt hier nicht ein. Es ist auch glaube ich, gar nicht so weit weg. Ja, da hinten war das nämlich. Wow. Nein, du bist doch ein blödes Ding. So, besiegt. Oh, endlich, ey. Aber man findet hier viele Titanitscherben, möchte ich mal meinen. Das muss man diesem Gebiet ja lassen. Also Titanitscherben gibt es hier tatsächlich jede Menge. So, jetzt haben wir aber... Sind das Augen? Das sind Augen! Oh mein Gott. Okay, ja, das war jetzt eklig und weil es so eklig ist, würde ich sagen, wir machen ein kleines Päuschen, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.